just make me crack. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's wieder, Jan, und ja, ich habe jetzt mal kurz eine kleine Ankündigung, und zwar, ja, ich weiß noch nicht, ob ich den Titel schreibe, was jetzt ist, aber wenn nicht, ja, ich habe nämlich jetzt vor, eine neue, in Anführungsstrichen, Serie zu machen, und zwar werde ich die dann Zeitraffer-Commentaries nennen, und, oder Zeitraffer-Commentary. Ja, deswegen, also das ist einfach, dass ich ganz normal wie immer ein Commentary aufnehme oder ein Let's Play oder sonst irgendwas, also ein Spiel aufnehme, das kommentiere, wie halt normal, und das dann halt in Zeitraffer ablaufen lasse. Und ja, wie, ich bin eigentlich, keine Ahnung, auf die Idee gekommen, weil ich kenne zumindest einen YouTuber, der das so macht. Also es gibt ja ein paar, die, wenn die irgendwo an einer Stelle festhängen oder so, dass sie dann halt, ja, dass sie dann halt das wegschneiden. Aber ich kenne einen auf jeden Fall, der macht es dann einfach in Zeitraffer, also dass es dann schneller geht, dass nicht, dass man da jetzt die ganze Zeit wartet und da passiert nichts, und deswegen macht das halt ein bisschen schneller. Und das habe ich halt jetzt letztens nochmal bei ihm gesehen, und dann dachte ich mir, eigentlich ist das eine ganz lustige Idee, das mal so irgendwie selber zu machen. Habe ich das mir bei einem Video bei mir einfach mal Zeitraffer angemacht und angeguckt, wie das anhört, und ich fand es eigentlich ganz lustig. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach mal, und ja, das wird dann, wie gesagt, einfach sein, ganz normal. Ich nehme Spiel auf, laber dazu und lasse das dann in, was weiß ich, Geschwindigkeit mal 1,5 oder so ablaufen. Also das ist nochmal, ja, 1,5 mal schneller ist halt. Und ja, das wird dann, würde ich sagen, also ich habe das jetzt vor, das dann so zu machen, dass ihr dann jetzt, erstmal will ich natürlich wissen von euch, wie ihr die Idee findet. Und zweitens, welches Spiel ich als erstes machen soll. Und ja, das würde ich dann halt jetzt so machen, ihr schreibt da halt dann die Spiele jetzt hin, und dann entweder der, der als erstes geschrieben hat, oder da, wo ich am meisten Lust drauf habe, weil wenn ich jetzt das erste sehe und da denke mir, naja, habe ich jetzt nicht unbedingt so Lust drauf, und dann ein anderes sehe, da habe ich aber Lust drauf, dann mache ich halt wahrscheinlich dann doch eher das andere, aber sonst auf jeden Fall, oder vielleicht halt das, was mir als erstes gesagt wird. Und ja, da würde ich halt, wenn ich mein erstes Zeitraffer-Commentary hochgeladen habe, würde ich dann da halt erstens euch eh nochmal sagen, dass ihr dann da dann für die nächste Folge ein Spiel wieder sagen könnt. Und ja, falls da dann kein Spiel geschrieben wird, will ich dann einfach was vom von jetzt halt, von diesem Video halt aus, oder halt von der vorherigen Folge von Zeitraffer-Commentary. Und sonst, wenn wirklich gar nichts geschrieben wird, nehme ich einfach das, was wo ich Bock drauf habe. Dann kann es zwar sein, dass dann, was weiß ich, vielleicht auch 3-4 Mal hintereinander das gleiche kommt. Aber das ist natürlich eure Schuld, weil ihr dann halt keine Spiele sagt, die ihr da halt als nächstes sehen könnt. Weil ihr könnt halt natürlich öfter auch einfach mal die gleichen Spiele nehmen, und dann bringe ich die halt einfach öfters, vielleicht nicht direkt hintereinander, aber zumindest halt öfters. Und deswegen schreibt einfach das Spiel, wo ihr halt wollt, dass ich das mache, jetzt in die Kommentare und auch in den nächsten Zeit, in den Videos, wo ich dann halt anfange mit den Zeitraffer-Commentary oder mit den Commentaries. Und ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, schreibt mir, wie es euch gefällt. Schreibt mir, welches Spiel ich als erstes machen soll mit Zeitraffer-Commentary. Und ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, es freut euch, so eine neue Serie, und ich hoffe, sie wird gut ankommen. Und ja, genau, wann ich das hochladen werde, das weiß ich noch nicht. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt nicht in meinen Upload-Plan reinnehmen, weil das werde ich dann einfach, wenn ich mal Lust drauf habe, machen. Also ich denke mal, es wird dann vielleicht einmal in der Woche oder einmal in 2 Wochen oder so kommen, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe. Und ja, deswegen schreibt mir jetzt einfach hin, welches Spiel ihr sehen wollt, und dann denke ich, werde ich aber das erste zumindest jetzt relativ früh schon dann hochladen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe natürlich immer, dass es euch gefallen hat, auch wenn das ja eigentlich nur ein Infovideo ist, beziehungsweise ich hoffe, euch wird die Serie gefallen und dass ich überhaupt mal so eine Serie mache. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.